Guten Morgen, es ist gerade 8 Uhr in der Früh und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Tattoo-Studio, wo ich mein erstes richtig großes Tattoo-Projekt verpasst bekomme. Nimm mal. Hallo. Du schneidest ja dann. Es ist echt riesig. Oh yeah. Er ist so groß. So riesig. Es ist fast ein ganzer Arm. Oh mein Gott. Dann sind wir soweit, gell? Kurze Erklärung, eigentlich sollte es so groß werden. Er ist jetzt ein bisschen eskaliert. Ups, mein Fehler. Ja, yes, ist ein bisschen groß. Ja, ein bisschen. Tschüss. Ja, dann stechen wir mal, ne? Ich mag gerade den Hinblick noch voll. Es bringt nochmal so Struktur rein irgendwie. Genau, dass es nicht so plakativ auf den Arm drauf ist. Krass. Ja, jetzt hat er gerade aufgehört. Ja? Bringst du dir doch mal kurz einen Rasierer? Ajo. Schwer rasieren. Gegen den Strich. Ich glaube, er hat mich geschnitten. Dann muss man bei iTunes eine Playlist erstellen, weil ich höre seit. Ich höre die ganze Zeit das gleiche Lied. Du musst, glaube ich, den Loop ausmachen, unten links. Ja. Sie hat irgendwie den Tag gerettet. Yay! Für alle, die sich fragen, wie sich sowas anfühlt, es ist wie so ein richtig fetter Sonnenbrand, der gerade in die Haut gehämmert wird. Aber es ist nicht schlimm. Also eben am Ellenbogen war es schlimm. Also das ist... Aber das krass, das geht echt gut klar. Jo. Das darf ich nie wieder Spritzen kriegen, sonst geht das Tattoo kaputt. Ja, das ist genau hier rein ins Schwarze, das ist genau hier. Fucking shit.
Also für 6 Stunden schon echt weit. Also man nur. Du machst das sehr sanft. Dankeschön. Ja, ja, ich kann. You can use Batman. Oh, hallo.